Was geht, Sportsfreunde? Hier ist Coach Katscher. Ja, ihr seht's richtig, hier ist Coach Katscher mal wieder. Boah, da kann sich doch kein Schwein dran erinnern. Digga, dich gibt's auch noch? Vielleicht kennt mich ja der eine oder andere noch. Ich bin jetzt auf jeden Fall ein bisschen erwachsener geworden, ein bisschen älter. Ja, auch ein bisschen dicker. Aber ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Zeit und natürlich auch Bock, hier wieder was zu machen. Also fangen wir gleich mal an mit den Sportnews. Oder wie ich sie nenne, Spews. Die Vereine in Portugal zweiter Liga müssen ab nächster Saison Chinesen spielen lassen. Sie müssen. Hä? Aber dazu kommen wir gleich. In Deutschland zum Beispiel durften bis 2006 maximal 3 Nicht-UEFA-Ausländer in einem Profiverein unter Vertrag stehen. Das wurde dann aber geändert, sodass man beliebig viele Nicht-UEFA-Ausländer spielen lassen konnte. In Portugals zweiter Liga kommt jetzt aber eine neue Regel zum Einsatz. Die Top 10 Teams in der Segunda Liga, also der portugiesischen zweiten Liga, müssen ab nächster Saison tatsächlich alle einen Chinesen in der Mannschaft haben. Grund dafür ist ein Sponsorenvertrag mit der chinesischen Firma LEDman, die macht LED-Zeugs und so. Das Ganze soll vertraglich bis 2018 laufen. Dazu kommt sogar noch, dass 3 Vereine einen chinesischen Assistenztrainer verpflichten müssen. Also China pumpt ja gerade ziemlich viel Geld in die eigene Fußballliga und sie haben auch schon ziemlich viele krasse Spieler verpflichtet. Aber der Deal ist doch schon ein bisschen komisch, oder? Was hältst du davon? Ist das eine gute Idee? Oder sagst du, wie kann denn eine Firma in der Liga vorschreiben, welche Spieler sie holen dürfen, beziehungsweise welche sie verpflichten müssen? Ja, vielleicht kennst du es ja noch. Also, deine Meinung einfach mal ab in die Kommentare. Der SV Sandhausen spielt aktuell in der zweiten Fußball-Bundesliga, ist jetzt keine krasse Mannschaft, nein. Aber der Verein hat jetzt Schlagzeilen geschrieben, weil er einen ziemlich merkwürdigen Sponsor hat. Und zwar Bienenstock Heidelberg. Was man jetzt aber noch dazu sagen muss, also ist natürlich jetzt nicht so krass. Bienenstock ist ein Puff, ja? Also ein Bordell quasi. Ein Liebestempel. Eine Knallhütte. Eine Kopulationsmanufaktur. Ein Bumschuppen. Eine Fummelbutze. Rein-Raus-Unternehmen. Ich denke, du weißt, was ich meine. Sandhausen macht jetzt tatsächlich Werbung für ein Treibhaus. Und nicht nur das, es ist der erste Ökopuff der Welt. Aber ich nehme ihn nicht in den Mund, ich bin Veganer. Boah, nee, komm, nicht so ein Öko. Wobei... Nein, aber es ist ein Öko-Bordell, weil dort energiespart gearbeitet wird. Hehe, je nachdem, wer oben oder unten liegt. Wobei doch eigentlich war der schon ziemlich cool. Nee, aber mal im Ernst. Wie findest du das? Sollte ein Profiteam vielleicht lieber nicht Werbung für ein Nagelstudio machen? Oder ist das vollkommen okay? Weil ich meine, da steht jetzt auch nur der Name und nicht 3 zum Preis von einem und die werden angekackt und abgekackt und dann die ganze Zeit noch angepackt. Bis es keinen Morgen mehr gibt. Hallo, was ist denn das hier eigentlich die ganze Zeit mit dem Gepiepse? Was ist denn das für eine Sch***? Deine Meinung und vielleicht auch noch dein Bordell-Synonym, wenn du eins hast, ab in die Kommentare. So, das war's auch schon wieder mit der ersten Folge Coach Katscher 2.0, also 2016er Edition quasi. Ja. Wenn es dir gefallen hat, dann gibst du mir einfach ein Däumchen nach oben, da würde ich mich riesig drüber freuen. Wenn du irgendwas hast, was ich besser machen kann, dann schreib es einfach mal unten in die Kommentare. Und mit dem Knopf hier unten, da kannst du ganz leicht kostenlos meinen Kanal abonnieren, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Also ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, beziehungsweise du, mich, weil ich gucke ja eigentlich nur in die Kamera. Hallo. Und du machst dir eine sportliche Woche, also reingehauen, dein Coach Katscher. Bis dann, ciao, ciao.